Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge für mein Let's Play Ultimate Team. Und in der letzten Folge war es soweit, es gab den Squad-Builder zu meinen Koreanern. Das Team, das seht ihr jetzt hier auch nochmal gerade im Hintergrund. Und dann habe ich es gewagt und bin mit den Koreanern in der Weekend League angetreten. Das Ergebnis möchte ich euch in dieser Folge präsentieren. Das heißt, es gibt eine Zusammenfassung der letzten 10 Spiele. Bevor wir reinstarten, noch kurz ein, zwei Worte. Nämlich zum einen habe ich wie angekündigt einen Teil der Spiele gelivestreamt, also einen Teil der ersten 20 Spiele. Und die kann man sich jetzt noch anschauen, die Streams, auf dem internationalen Kanal. Gibt zwei Stück und sind unten entsprechend in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann könnt ihr euch das nochmal anschauen, falls ihr Interesse habt an zusammenhängenden Spielen und nicht zusammengeschnitten. Natürlich dann mit englischem Kommentar. Und wenn ihr da reinschaut, dann seht ihr, dass der Start nicht wirklich gut gelaufen ist. Ich habe ja das erste Spiel in der letzten Folge gewonnen. Könnt ihr euch auch nochmal anschauen. Ist entsprechend eingeblendet jetzt hier gerade zum Reinklicken. Das habe ich gewonnen und danach ging es weiter im Stream und ich habe erstmal die ersten 3 Spiele verloren. Und ich muss sagen, da war ich schon ein bisschen enttäuscht, wie das gerade läuft. Aber, und den Eindruck hatte ich dann auch und hat sich auch im Nachhinein bestätigt, ich hatte am Anfang eine Mischung aus Pech, aus sehr guten Gegnern, sehr früh schon sehr guten Gegnern und auch sehr guten Teams zu so einem Zeitpunkt. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich schlecht reingestartet bin. Ich habe dann aber das Ganze gedreht. Aus 1 zu 3 habe ich dann, glaube ich, so ein 14 zu 3 oder sowas gemacht. Ich habe, glaube ich, irgendwie so 11 Spiele in Folge gewonnen und dann wieder ein bisschen verloren. Das heißt, was man merkt, es waren immer so ein bisschen Streaks. Das heißt, eine Serie von Siegen und dann eine Serie von Niederlagen. Das war dann immer wahrscheinlich so der Punkt, wo es dann gerade so umgeschlagen hat zwischen sehr guten und dann Gegnern oder sehr guten Gegnern und dann Gegnern, die ich schlagen konnte. Wie dem auch sei, wir gehen jetzt hier rein und wir stehen jetzt hier 14 zu 6 bei den letzten 10 Spielen. Das heißt, bevor wir reingehen. Und das bedeutet, Elite ist noch drin. Ich darf nur ein Spiel verlieren, aber ja, ich glaube, mit so einem Start, wenn man 1 zu 3 steht, da sind eigentlich alle Chancen mehr oder weniger schon verloren, was Elite betrifft. Und dieses erste Spiel, das gibt schon mal auch einen guten Eindruck, was so generell los war. Bevor wir jetzt quasi in dieses Spiel reingegangen bin, also jetzt hier das Spiel 21, habe ich 2 Spiele davor verloren. Das war dann wieder so eine Serie an Niederlagen. Und dieses Spiel gibt einen guten Eindruck, was so passieren kann, wenn man mit den Koreanern spielt. Nämlich einfach viele unglückliche Situationen und generell ist es eigentlich so, wenn der Gegner weiß, was er tut und dann einfach auch aufs Tor schießt, dann macht er die Tore. Und in dem Spiel lief es zum Beispiel auch einfach auf meiner Seite nicht. Das hat auch immer wieder dazu geführt, ich war sehr abhängig von einzelnen Spielern, natürlich Heung-Min Son vor allem voran. Und der hat manchmal in manchen Spielen nicht getroffen und dann war es einfach sehr schwer und man sieht das jetzt hier in dieser Situation, in dem Fall, der Gegner, der hat einfach aus allen Lagen drauf gehalten und mein Silbertorhüter hat nichts gehalten und mein Silberstürmer in dem Fall hat nichts getroffen. Also da kam einfach in dem Spiel das so zusammen, dass es nicht lief. Wir machen jetzt hier weiter mit Son, auch wieder ein grünes Time Finish, was dann nicht reingeht. Also hier hat es einfach nicht so wirklich geklappt. Dennoch, noch während der ersten Halbzeit komme ich hier mal schön durch. Ich denke, ein sehr, sehr schönes Solo von Son. Ich kann hier ablegen auf Wang Hee-chan. Und dann endlich in Versuch Nummer 3 macht er zumindest jetzt hier den Treffer. Dann gehen wir rein in die zweite Halbzeit. Eben gerade das 1 zu 3 gemacht. Und jetzt nach dem Anstoß komme ich auch wieder direkt durch. Schön im Heel-to-Heel. Ein Skill-Move, den ich jetzt hier auch sehr verstärkt eingesetzt habe. Und auf einmal bin ich wieder dran nach einem wirklich katastrophalen Start. Und ich kann schon mal so viel vorwegnehmen. Es wird ein Auf und Ab der Gefühle und es werden viele Tore fallen in dieser Zusammenfassung, weil einfach viel passiert ist. Und ja, viele Tore sind auch in dem Spiel jetzt hier gefallen, nämlich das vierte für den Gegner, 4 zu 2 jetzt. Und man hat das gesehen, er braucht eigentlich nur irgendwie aufs Tor zu schießen und dann ist der Ball drin. Das ist einfach ein ganz, ganz großer Nachteil, wenn man mit so einem Silbertorhüter spielt. Aber nach dem Anstoß komme ich hier wieder direkt zurück und mache hier das 4 zu 3. Und der Gegner dann, aber auch nach seinem Anstoß, kommt hier dann direkt wieder vor mein Tor. Und das sieht wieder sehr, sehr gefährlich aus. Er kann hier ablegen, zieht einfach ab, in dem Fall mit Lozano. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, ja, ich kann hier noch zurückkommen in der Partie. Aber das war einfach dann der Nachteil zu groß in dieser Situation. Er konnte einfach aus allen Lagen schießen, sieht man jetzt auch hier. Klar, die Volleys sind OP, aber nicht wirklich mit Virgil van Dijk und jetzt das 6 zu 3 und das war die Entscheidung. Das heißt, das ist jetzt die 7. Niederlage und das bedeutet, ich kann jetzt kein Spiel mehr verlieren für Elite. Aber das ist
ich sag mal, mehr oder weniger eine Randnotiz. Das wäre natürlich jetzt ein absoluter Hammer, mit dem Team jetzt dann auch noch Elite zu holen. Wir gehen rein in das Spiel. Kann ja ablegen auf Son. Ist schon relativ spät. 40. Minute und da ein weiterer Treffer von Son. Ich werde am Ende auch die Stats der Spieler einblenden und dann wird man sehen, es ist so gekommen wie angekündigt. Son hat mich einfach unglaublich krass gecarried. Das war einfach klar. Er ist der Spieler in der Offensive, über den alles gelaufen ist. Der Gegner kommt hier über die Außen durch und macht dann hier den Ausgleich pünktlich zur Halbzeitpause. In der zweiten Hälfte bin ich aber wieder mal am Drücker. Und was man sieht mit den Koreanern, ja, da ist alles ein bisschen langsamer, ein bisschen behäbiger. Ich muss das alles schön sauber rausspielen. Aber dann, wenn ich mal in so eine gute Situation komme, dann kann ich auch mit einem Nicht-Son abschließen. In dem Fall mit meinem linken Flügelspieler. Ja, der spült ein bisschen auf dem linken Flügel. Macht da den Abwasch. Und jetzt hier schön durchgesteckt. Und dann auch die Situation gut ausgespielt mit Ji Dong-won zum 3:1 jetzt hier in der 66. Minute. Und da habe ich mal ein bisschen Luft bekommen. Also jetzt hier eine gute Chance, einen Sieg einzufahren. Aber nach dem Anstoß der Gegner direkt wieder dran. Und den Berberspin, den setzt er auch hier wieder an. Legt direkt weiter und ja, ansatzlos der Firmino, wie er mir den da ins kurze Eck nicht mal reinhaut, sondern einfach nur dahin schießt. Aber mit dem Torhüter, das ist dann einfach so eine Sache. Wieder enges Spiel an dieser Stelle, aber mein nächster Gegenzug hier mit Son wieder schöner Heel-to-Heel. Und dann haut er den da wirklich schön ins kurze Eck hoch rein zum 4:2. Und das ist dann jetzt in der 78. Minute eine leichte Vorentscheidung. Sollte man meinen, der Gegner natürlich nach dem Anstoß kommt da wieder gefährlich vors Tor. Diesmal kann ich das aber unterbinden und jetzt kann ich den Gegenzug einleiten. Und das ging natürlich mit den Koreanern gut, denn ich habe ja einigermaßen schnelle Spieler hier schon auch am Start. Das heißt, Konterangriffe waren dann auch immer wieder ein Mittel der Wahl. In dem Fall jetzt ein schöner Doppelpass mit Son und das grüne Time-Finish dann für den Treffer. Und das hat dann jetzt hier zum Rage-Quit geführt. Und wirklich ein Mittel definitiv in diesen Spielen, was ihr sehen werdet, ist das grüne Time-Finish. Das ist einfach so wichtig. Eine Vielzahl meiner Treffer habe ich dadurch gemacht und ich denke auch, dass es in FIFA 20 ein Faktor sein wird. Und hat mich hier einfach auch in diesen Spielen immer wieder im Spiel gehalten. So viel kann ich auf jeden Fall verraten. Hier mit Figo, da setzt er sich durch. Man sieht das da, wenn dann so ein Figo mal so gegen so einen kleinen Silberkoreaner kommt. Der kann da nicht wirklich rankommen, der setzt sich einfach körperlich da durch. Und dieses Spiel, das wird der Hammer. So viel kann ich euch schon verraten. Hier jetzt wirklich anschnallen und genießen, was in dem Spiel alles passieren wird. Wir haben hier schnell wieder den Ausgleich hergestellt. 10. Minute haben wir erst und der Gegner spielt hier einfach durch. Ich kann den ersten Ball noch parieren, durch Torte bewegen, aber der zweite ist dann drin. Und was mich wirklich wahnsinnig gefreut hat in diesem Spiel, immer wieder dieser Jubel. Oh, das tut mir doch so leid. Ich kauf's dem Gegner nicht ab, um ganz ehrlich zu sein, weil er hat es einfach immer gemacht. Er hat es beim ersten Treffer gemacht, er hat es beim zweiten Treffer gemacht. Hier sieht man sehr, sehr schön, wie der Ball durch die Hosenträger des Torhüters geht. Ich habe ihn erst noch bewegt, konnte dadurch den Ball parieren, aber der zweite Abpraller oder der zweite Schuss ist dann drin. Aber nach dem Anstoß mit Son zurückgezogen und jetzt mache ich hier das 2:2. Und dann ist halt auch mal so ein bisschen Payback-Time, ja. Dann gibt es halt auch mal den Armkreiser da nach dem Tor. Aber direkt noch in der 17. Minute das 3:2, die dritte Führung jetzt hier für den Gegner. Und ihr wisst schon, dass er auch wieder entsprechenden Jubel gemacht hat. Das waren immer wieder Probleme. Jetzt nicht nur, dass ich da den Teuter ins kurze Eck gestellt habe und der ihn einfach gar nicht hält, sondern dass ich den Ball erobert habe und dann beim Rausspielen Fehler gemacht habe. Das liegt dann wahrscheinlich vor allem an den schlechten Passwerten. Und hier in dem Spiel falle ich jetzt mehr oder weniger auseinander. Ihr seht das ja, der Gegner, der spielt da einfache Dreieckspässe und die Klappen, die gehen durch. Kann ich nichts machen. Aber hier, der Ben Yedder hatte schon gelb. Frühes Foul zu Beginn der zweiten Halbzeit. Und dann habe ich eine ganze Halbzeit in Überzahl. Aber wir haben 3 Tore zum Aufholen. Also das ist natürlich jetzt eine schwere Aufgabe. Ein grünes Time-Finish wurde hier geblockt. Die müssen natürlich drinne sein, damit ich jetzt hier noch eine Chance habe in dem Spiel. Nächstes grünes Time-Finish, aber wenn das nicht Son ist, dann gibt es immer wieder Chancen, dass sie nicht reingehen. Und jetzt hier mit Ronaldo, ja, kann er einfach sich den Ball auf den rechten Fuß legen und dann zieht er den rüber. Macht das 6:2 und damit könnte man meinen, ist das hier die Entscheidung gewesen. Vor allem, wenn jetzt hier auch Son die Chancen nicht nutzt.
69. Spielminute, Son wieder im Dribbling gegen Virada, er wird schwer, aber er setzt sich da so ein bisschen durch, jetzt hier, schöner La Croqueta und dann, De Gea kommt nicht richtig ran, zumindest wieder das 6:3 und das Spiel, ja, ist trotzdem natürlich weit davon entfernt, jetzt hier noch irgendwie zurückzukommen, aber der Gegner macht einen fahrlässigen Fehler, ich kann Son steil schicken, auch weil der Gegner so ein bisschen rumgedaddelt hat und rumgespielt hat und dann wird er auch direkt bestraft und das hat mich natürlich sehr gefreut, das 6:4, aber zwei Treffer jetzt noch, das wird schwer und man sieht das hier einfach. Der Gegner, der hat mich nicht mehr richtig für voll genommen. Er macht da seine Späße mit seinen Trickpässen und sonstigen Sachen und jetzt hier nochmal so ein Rainbow, der dann halt irgendwie floppt und er irgendwie glaubt da glaube ich nicht mehr dran, dass ich hier noch zurückkommen kann. Sind noch 10 Minuten jetzt hier zu spielen, zwei Treffer aufzuholen und auf einmal mit Jidong Won bin ich hier durch. Dann hole ich meinen Spieler hier rein, will ablegen, abgefälscht und auf einmal landet der Ball bei Son und 6:5. 82. Minute, wir lagen hier 6:2 hinten und auf einmal ist das Spiel wieder offen, kurz vor Ende. Jetzt hier nochmal schön gespielt und bam, haut er ihn da rein. Ich glaube, der nächste Treffer von Jidong Won und auf einmal nach einem 6:2 sind wir hier in der Verlängerung mit 6:6. Und jetzt, glaube ich, war der Gegner auch ein bisschen irritiert und nervös. Hat hier eine richtig gute Chance, kann sie nicht nutzen. Und jetzt ging es dann ins Elfmeterschießen. Und ich glaube, der Gegner, der konnte das einfach nicht fassen, dass er jetzt hier auf einmal noch im Elfmeterschießen ist. Und den ersten konnte ich halten und auch selber verwandeln. Nächster hier mit Lozano. Den hat er sehr, sehr gut geschossen, sehr gut platziert. Mein nächster Elfmeter ist auch wieder drin. Das heißt, wir sind weiterhin einen vorn. Der nächste Elfmeter kann ich dann wieder parieren. Jetzt sind wir wirklich in einer sehr, sehr guten Position. Und ich verwandle meine Elfmeter soweit eiskalt. Zwei Elfmeter vorn. Wenn er den verschießt, dann habe ich es gepackt. Und das ist der Fall. Und nach einem 6:2 haben es die Koreaner geschafft. Mentalitätsmonster. Das waren sie schon früher in den ganzen Jahren von FIFA. Und auch hier haben sie es wieder bewiesen. Und ich glaube, den Gegner hier auch komplett demoralisiert. Nach einem 6:2, dass er da quasi eigentlich schon gedacht hat, hier ist er sicher durch. Nächster Gegner. Wir sind immer noch dran, 16:7. Es ist möglich, jedes Spiel zu gewinnen. Und dann wäre es sogar Elite. Auf jeden Fall gehe ich hier in Führung. Ich denke, ein sehr schöner Treffer, auch nicht über Son gelaufen. Das ist dann auch mal ganz erfrischend für mich zu sehen. Aber in dem Spiel, ja, man sieht das. Der Gegner schießt einfach aus irgendeiner Position. Der Ball geht gegen den Pfosten. Und da sind dann meine Spieler einfach alle zu langsam. Der Torhüter steht dann auch immer meistens zu langsam auf. Das dauert dann einfach. Und hier, ja, gleich, da bin ich drauf. Und ja, mal wieder ein Abpraller, ne? Der Torhüter, muss man auch sagen, der hat nicht viel gehalten, ja? Manchmal ist er mit den Fingern dran gekommen, aber festhalten, das war schon eine Challenge für ihn. Und ein großer Nachteil. Und es gab dann jetzt zwei Abpraller, wodurch ich jetzt hier im Rückstand bin. Aber mit einem One-Touch-Schuss an der 16-Meter-Kante gelingt mir zumindest der Ausgleich zum 2:2. Und Son hier so ein bisschen verräterisch unterwegs. Auf der Gegenseite macht er nämlich den dritten Treffer und wieder die Führung für den Gegner. Wir sind in der zweiten Halbzeit. Pelé, Son, zurück auf Quagliarella und dann jetzt wieder Son über die Außen. Mit dem La Croqueta zieht er rein. Doppelter La Croqueta, Ball abgeblockt. Dann schieße ich oder passe ich in den Gegner hinein. Er macht den La Croqueta in mich hinein und auf einmal steht es hier 4:2. Ja, da muss wohl wieder das nächste Comeback hier kommen. Zumindest da ist das gerade die Situation mit 2 Toren Rückstand und bam, da wieder sehr, sehr schön letztendlich der La Croqueta mit dem grünen Time Finish kombiniert, eine Waffe, aber der Gegner dann auch wieder in der nächsten Situation, ich Probleme beim Rausspielen, auf Fabinho hier gespielt und dann haut er den einfach rein, das geht dann auch mit solchen Spielern, die brauchen nicht viel Schießen zu haben, die Schüsse gehen dann halt trotzdem rein, die müssen nicht gut oder kräftig sein. Es ist einfach bei meinem Tor nicht so schwer. Aber Son kommt hier wieder durch. Und das nächste grüne Time-Finish zum 5:4. Also auch hier wieder ein Comeback steht im Raum. Sehr, sehr viel Platz auf den Außen mit Kim Min-woo. Das ist einer der Einwechselspieler. Kann jetzt mal zurückspielen. Über den Rückraum müssen wir den Ball laufen lassen. Wie gesagt, immer alles ein bisschen behäbiger, langsamer. Und dann G, schönes Dribbling. Noch ein Dragback und dann rübergezogen zum Ausgleich. Also auch hier kommen wir zurück in dieser Partie. Jetzt haben wir inzwischen schon die 84. Spielminute. Und ich kann jetzt hier nochmal einen Angriff setzen. In dem Fall über Son, über die Außen ziehe ich rein. Kriegt den Ball irgendwie glücklich vor die Füße. Nächster Dragback. Und hier reicht sogar das gelbe Time-Finish mit Son. Und dann gehe ich auf einmal in der 86. Führung und gewinne auch
das nächste Spiel. Wieder ein Comeback, zweimal mit zwei Toren zurück gewesen. Hier sehen wir natürlich ein richtig gutes Team, mit allem voran den Team of the Season von Neymar. Oben jetzt mal hinschauen, da kann ich eine schöne flache Flanke spielen, aber ja, das passiert dann auch manchmal. Solche Schüsse, Gegner spielt aber unsauber raus. Zweimal, nämlich hier bekomme ich den Ball nochmal vor die Füße und dann mit Son habe ich viel Platz. Schöner Heel-to-Heel und diese Situation lässt er sich nicht entgehen und ich erziele die Führung in der ersten Halbzeit. Hier wieder ein Lapsus vom Gegner noch in der ersten Halbzeit. Kann ich durchspielen und hier wusste ich, den muss ich einfach schießen, weil wenn ich den annehme, dann kann Blanc mich ablaufen und deswegen habe ich den einfach direkt genommen und dadurch dann hier das zweite Tor erzielt. In der zweiten Halbzeit bin ich dann wieder direkt im Angriff mit Son, schöner doppelter Lacroquetta. Das nächste grüne Time Finish und Son mit dem nächsten Treffer. Und es ging so weiter. Also in dem Spiel hat es einfach mal gut funktioniert. Und ich bin früh deutlich in Führung gegangen. Und jetzt noch in der zweiten Halbzeit mit Wang Hee-chan werde ich hier zu Boden gerissen quasi. Und es gibt den Elfmeter, ausgeführt mit Son, zum 4:0. Ich weiß nicht, ob es wirklich auch der vierte Treffer war, aber ich glaube zumindest schon mal der dritte. Und daher an dieser Stelle eine ziemlich eindeutige Nummer. Also sowas gab es dann auch mal wieder. Aber man sieht das einfach. Der Gegner, der muss nicht viel machen für ein Tor. Der muss nicht viel machen. Er hat zwar jetzt hier noch den Ehrentreffer gemacht, hat sich dann trotzdem für einen Rage Quit entschieden. Und wir sind inzwischen bei 18:7. Und ich glaube, dieses Spiel, das wird jetzt eine relativ kurze Nummer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Denn hier wurde ich ein bisschen hops genommen, zweifach. Zum einen das. Das war ein Elfmeter. Schauen wir uns das gleich nochmal im Replay an. Also es ist klar Ball gespielt und für mich eigentlich auch außerhalb. Aber nachdem er jetzt hier diesen Elfmeter dann auch verwandeln wird, ist das nur eine Randerscheinung. Warum? Das seht ihr jetzt hier gleich. Nämlich, ja, ich möchte spielen. Und dann passiert das. Ich habe leider ein Disconnect und wie man sieht, irgendwie, ich bekomme da Meldungen, kein LAN-Kabel verbunden. Das lag dann wohl daran, dass es bei mir ein Disconnect gab, also wirklich auf meiner Seite. Und von daher, in dem Spiel ist alles zusammengekommen, irgendwie ein Elfmeter, der nicht gerechtfertigt war. Aber es war auch egal, weil ich habe einfach dann Disconnect bekommen und ich hätte die Niederlage eh bekommen. Das heißt, wir sind jetzt bei 18:8, Elite ist dadurch dann weg, aber Gold 1 ist jetzt das große Ziel. 18:8, das heißt, ich habe jetzt hier noch 4 Spiele und 2 muss ich davon gewinnen. Das ist absolut machbar, wie ich finde. Wenn dann die Bälle reingehen würden. Ich denke, das waren jetzt schon mal ganz gute Chancen gerade. 2 Stück mit Son und jetzt ist hier Nummer 3. Das dritte Mal grünes Time Finish und der Ball wollte einfach nicht rein. Und jetzt schaut man sich hier dieses Slapsting-Ding an hier. Ich konnte einfach nichts machen, weil du kannst da die Bälle nicht irgendwie in Ruhe irgendwie rausspielen oder wie auch immer. Und dann, es ging einfach so weiter. Das ganze Tor, einfach der Hammer und unglaublich frustrierend, nachdem ich da so 3 wirklich gute Chancen zu der Führung ausgelassen habe. Und dann hier wieder so ein Slapstick-Ding. Er spielt auf mich drauf. Ich bin jetzt hier dran. Ich glaube, ich stelle sogar noch den Torhüter in die untere Ecke. Ist alles egal. Und das war halt einfach einer dieser großen Handicaps, die ich hatte. Man muss sich überlegen. Klar, ich habe einen Son und ich habe einen Inform vorne im Angriff und ansonsten glaube ich einen Silberspieler. Und was habe ich noch? Ich glaube, ich habe 2 Silberspieler, einen Goldinform und Son als Team of the Season vorne drinne. Aber meine ganze Viererkette, mein Torhüter und mein Torhüter ist Silber und dann ein ZDM Silber und dann der andere ZDM. Ah nee, ich bring's gerade durcheinander. Fällt mir gerade auf. Das ZDM ist zumindest eine Gold-Non-Rare-Karte und eine weitere Team-of-the-Season-Karte. Aber meine ganze Viererkette plus Deuter war einfach Silber und dadurch natürlich sehr schwer. Zumindest 4, ja? Wieder ein Comeback in der Luft. 4:0 im Rückstand gewesen und jetzt hier die nächste Situation mit Son wieder durch, bekommt den Abpraller. Why not? Ja, ist halt relativ spät schon, 84. Es hat auch nicht mehr gereicht und daher eine Niederlage leider an dieser Stelle 18:9. Und das waren halt die Teams, gegen die ich angetreten bin. Und das war dann auch wieder ein Kaliber, ein Spieler, der hatte auch eine Idee, was er gemacht hat. Und das hat man auch jetzt alleine in dieser Situation gesehen mit dem 1:0. Warum man jetzt hier so ausgiebig dann doch auch den Jubel mitnehmen muss. Er schließt sich mir nicht ganz, aber man sieht das hier einfach. Einfach rein das Ding, keine Chance, keine Chance. War auch gelbes Time-Finish, ist egal. Aber wir geben nicht auf. Es geht immer darum, hier never give up und Son einfach aus allen Lagen. Manchmal, die einfachen Dinge hat er nicht gemacht, aber dann auf einmal solche Wunderteile
natürlich auch wieder durch ein grünes Time-Finish ermöglicht. Aber der Gegner, der war einfach auch zu gut. Der wusste ganz genau, worauf es ankommt. Und auf einmal ist dann Eusebio dann komplett frei. 3:1. Und damit wieder eine ganz, ganz schwere Ausgangssituation. Und hier probiere ich eine Rulle zu stoppen. Viel Spaß dabei mit einem Silberspieler. Und dann ist er hier auf den Außen durch. Mit Eusebio. Ja, da kann er einfach alles machen. Hat er alle Freiheiten. Und macht hier das 4:1. Und noch in der ersten Halbzeit kommt die angelupfte Flanke auf Griezmann und das 5:1. Und hier muss ich sagen, war ich kurz einfach zu sagen, komm, ich lasse das sein. Ich gehe hier raus aus dem Spiel. Und es hat auch einiges an Kraft gekostet. Das kann ich nochmal kurz sagen, bevor wir jetzt hier in die letzten Spiele gehen. Diese Weekend League durchzuziehen. Nicht nur und auch zum Beispiel solche Spiele nicht zu verlassen. Ihr seht das, die zweite Halbzeit, ich habe sie noch durchgespielt, habe noch ein Tor gemacht. Weil ich spiele die Close Beta von FIFA 20 und ich darf nicht so drüber reden, aber ich kann sagen, es gibt auch da die Weekend League zu spielen und ich habe sie auch dort gespielt und dann mit den Koreanern hier auch noch diese Weekend League zu spielen, wenn man eine andere Weekend League auch noch in FIFA 20 spielt, das ist halt so eine Sache und von daher war das wirklich schwer, hier das Ding durchzuziehen, aber ich wollte es unbedingt machen und wir sind jetzt bei 18:10, haben noch zwei Spiele verbleibend und hier in dieser Situation, in diesem Spiel steht es jetzt gerade mal unentschieden. Und Elite, nee, nicht Elite ist schon weg, aber Gold 1 ist noch möglich. Ich muss jetzt leider nur beide Spiele gewinnen. Ja, Son jetzt hier, schöner doppelte La Coqueta. Der Ball aber ist drin. Trotz fehlendem grünen Time-Finish. Hier durchgespielt auf Son. Jetzt im Laufduell gegen Laurent Blanc. Ein bisschen weit vorgelegt, zurückgelegt. Und dann bekomme ich den Abpraller und kann das 3:1 machen. Und damit mit 2 Toren in Führung. Immer noch in der ersten Halbzeit. Der Gegner geht einfach ein bisschen zu deutlich raus. Und dadurch ist es dann möglich, hier schön zu kontern. Son zieht das Tempo gut an. Lege ich weiter. Und dann das. Also das. Deswegen habe ich natürlich auch viel über Son gemacht, weil man immer wieder damit rechnen muss, dass sowas passiert. Die einfachsten Chancen werden da vergeben. Vier schön rausgespielt und auch Son ist nicht makellos. Also habe ich ja auch immer wieder schon angedeutet, auch er hat mal Chancen vergeben. Das waren jetzt gerade schon 2 gute. Jetzt Wang Hee-chan mit einem grünen Time-Finish nagelt er das Ding jetzt hier ins kurze Eck zum 4:1. Also das sieht gut aus, dass ich jetzt dieses Spiel gewinne. Gegner nach dem Anstoß zur zweiten Halbzeit mit einem Fehler. Und jetzt kann ich hier schön auch Wang Hee-chan durchspielen. Wollte ich jetzt hier sehr schön lösen. Aber der Ball kommt dann nochmal vor meine Füße und den macht er dann auch rein. Heute war zwar dran, aber der Ball ist drin. Und von daher ist wahrscheinlich dieses Spiel entschieden. Aber man musste immer auf der Hut sein, logischerweise. Man sieht das, wie schnell ich die Bälle verlieren kann, wenn ich nicht aufpasse. Und mit solchen Spielern, die der Gegner hat, aus allen Lagen sind die Tore möglich. Von daher immer auf der Hut sein. Ich konnte das Spiel aber gewinnen. Und jetzt gehen wir hier rein in das letzte Spiel. Im Hinterkopf, ich hatte einen Disconnect. Ich denke, ohne den Disconnect ist es auf jeden Fall möglich, Gold 1 zu machen. Aber ich habe auch jetzt hier noch die Chance. Und schaut euch das an. Auf einmal eine Parade von meinem Torhüter. Nicht von dieser Welt. Und auf einmal ist er da, aber da dann nicht. Hat zwar in den ersten nicht schlecht gehalten. Klar, der Abpraller ist jetzt ein bisschen doof. Aber dann ja, macht er gar nichts nach dem Kopfball. Und von daher gehen wir jetzt hier oder geraten in den Rückstand. Dann ich mit einem Angriff, in dem Fall mit Son. Ja, grünes Time-Finish wird leider geblockt. Und jetzt gibt es hier direkt einen Gegenzug mit Salah. Die müssen wir drauf. Berber-Spin, den legt er jetzt hier weiter, nimmt er Volley und auf einmal mein Torhüter auch wieder mit einer überragenden Parade. Hat man, wie gesagt, nicht ganz so häufig gesehen. Aber weiterhin jetzt der Gegner am Drücker mit Son. Zieht er ab, kann den Ball hier parieren. Jetzt kommt die Flanke auf den zweiten und der Son schon wieder hier als Verräter, als Landesverräter unterwegs gegen seine eigenen Kameraden. Erzielt er hier das 2:0. Das war natürlich doppelt bitter. Und ich denke einfach, wenn ich da den Disconnect nicht gehabt hätte, dann wäre das mit Gold 1 deutlich realistischer gewesen. Hier in dem Fall jetzt noch mit der nächsten Situation mit Son, kurz vor der Halbzeit. Ich denke, eine gute Möglichkeit, aber ich hätte auch grün treffen müssen. Ja, also ich denke, ohne den Disconnect ist es möglich mit Gold 1, auch mit den Koreanern. Aber man sieht das irgendwie in dem Spiel. Wollte es nicht so wirklich klappen. Irgendwo die Dinger selber nicht gemacht, sind wieder nicht reingegangen und dann wird es einfach unglaublich schwer. Hier die nächste Situation.
In dem Fall wieder dann auf Son. Schön eigentlich die Situation gelöst, aber der geht dann einfach neben das Tor. Ich denke, wie gesagt, ohne die Disconnect, da wäre nochmal dann auch vielleicht mehr möglich gewesen. Ich habe trotzdem natürlich nicht aufgegeben. Sind zwei Tore. Und jetzt hier auf einmal Son ist frei und diesmal macht er ihn. Und auf einmal sind wir dann doch wieder im Bereich des Möglichen. Salah jetzt hier mit der Flanke und da ist schon wieder sein Son. Der steht aber glücklicherweise im Abseits. Also der Treffer hat nicht gezählt. Und wir sind jetzt hier in der 68. Minute weiter mit einem Tor Rückstand. Probiert jetzt hier Son frei zu spielen. Und dann eine super Parade von Alisson. Hatte ich natürlich auch ein bisschen Glück, dass der Ball durchgeht. Und jetzt sind wir hier in der Endphase. 81. Spielminute. Muss ich ganz, ganz langsam aufbauen. Jetzt sehe ich hier einen schönen Laufweg von Hong Chul. Kann ich durchspielen. Jetzt hier zurück in den Rückraum. Lasse ich den Ball laufen. Und dann ziehe ich einfach ab mit dem eingewechselten Jidong Won, glaube ich. Nee, Kim Woo. Fast. Kim Min Woo. Und der macht den Ausgleichstreffer 2:2 und auf einmal ist es hier wieder alles möglich. Wenn ich das Spiel gewinne, dann mache ich hier Gold 1 mit den Koris. Und der Gegner dann mit Salah zieht da einfach trocken ab, aber der Schuss zu unplatziert. Und jetzt das nächste Mal abseits für den Gegner, 87. Spielminute. Vielleicht jetzt hier die letzte Gelegenheit, der letzte Angriff. Den muss ich ganz, ganz behutsam ausspielen. Lass den Ball jetzt hier wieder laufen, zurück über den Rückraum. Jetzt an die 16-Meter-Kante. Zack, Son zieht ab und macht das 3:2 in der 89. Und auf einmal, nach einem 0:2, komme ich hier zurück und gehe in Führung. Und damit ist der Gold-1-Traum ganz, ganz nah. Wenn ich jetzt das hier durchbekomme und ich lasse es jetzt hier nochmal laufen. Der Gegner spielt hier unsauber einen Pass in mich hinein. Jetzt probiere ich einfach über die Außen ein bisschen auch Zeit zu gewinnen. Die Nachspielzeit, die läuft. Kann weiter hier auf den Außen den Ball halten. Der Gegner verliert ihn dann auch wieder direkt danach. Jetzt hier im Dribbling kann ich auf einmal nochmal eine Ballrolle ansetzen. Und Son, eigentlich das freie Tor. Aber der Gegner, der hält ihn nochmal auf der Linie. Und dann hat er auch aufgegeben. Beziehungsweise er wird dann jetzt hier gleich Rage quitten. Und damit habe ich es gepackt. Und habe wirklich Elite nicht... Warum sage ich immer wieder Elite? Eigentlich wäre das mein Ziel gewesen. Ich glaube auch nämlich, dass Elite sogar möglich gewesen wäre, wenn ich vielleicht nicht so einen katastrophalen Start gehabt hätte. Klar, das hat dann natürlich auch Auswirkungen darauf, dass das Matchmaking danach nicht ganz so hart ist. Und vielleicht ohne den Disconnect. Ich habe zwischendurch vielleicht gedacht, es kann für Elite reichen. Hier seht ihr jetzt nochmal die Stats von den Spielern und am Ende seht ihr eine Fabelstatistik von Son. Und, also ich denke, jetzt zu dem Zeitpunkt ist es natürlich unglaublich schwer. Die ganzen Teams sind der Hammer, das habt ihr auch gesehen. Der Punkt ist auch klar, ich kann einen Teil der Spiele gewinnen, aber dann, sobald ich, glaube ich, mehr in die Range komme oder in diese Phase, wo wirklich es um Elite geht, hat man gesehen, dann treffe ich gegen die Teams, die richtig krass sind und auch Spieler, die einfach meine Schwachstellen offenlegen, die ich mit diesem Team habe. Und von daher weiß ich nicht. Ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt ist Elite unglaublich schwer. Es müsste alles klappen. Und ich denke, wenn ich das Team vielleicht so ein bisschen früher spiele, Anfang Mai vielleicht, ja, vielleicht nicht Anfang Mai, sondern eher so Mai. Ich brauche schon so ein Team of the Season Son oder sowas. Oder dann halt noch früher, so im Januar, Februar und dann halt irgendwie so mit ein paar Informs drin. Das ist möglich. Aber auf jeden Fall hat richtig Spaß gemacht und ich bin froh, wie das gelaufen ist. Also Gold 1, muss ich sagen. Ich wusste nicht, was ich vorher erreichen kann, aber dass ich dann noch mit Gold 1 gepackt habe, das hat mich wirklich gefreut und ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn das der Fall war, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt die nächsten Weekend Leagues auch noch so durchziehen werde. Das nur so kurz am Rande, werde ich vielleicht noch mal an einer anderen Stelle dann ausführlicher erklären. Auf jeden Fall bin ich jetzt hier raus, haltet euren Kasten sauber, euer Tess.